Jeder kennt sie. Die Vorsätze, die man sich zu jedem Jahreswechsel macht, um schlechten Gewohnheiten und Marotten endlich den Kampf anzusagen. Doch was halten die Münsteraner von Vorsätzen für das neue Jahr? Bleiben sie ihnen treu oder haben sie schon längst über Bord geworfen? Ja, wenn man sie durchhält, sind sie gut und wenn nicht, dann ist es meistens immer ein bisschen blöd. Dann ist man nicht so glaubwürdig. Sie sind schön, wenn man sich die macht, aber kann man eh meistens nicht einhalten. Oh, habe ich keine. Gar nichts, weil ich breche die ständig. Ich nehme mir gar nichts mehr vor. Sie werden nicht eingehalten. Also es ist immer Silvester sehr euphorisch, aber dann kommt da eigentlich nie was bei rum in den meisten Fällen. Für manche Menschen sind das vielleicht gute Sachen, aber für mich hat das noch nie funktioniert. Deshalb habe ich mir das auch die letzten Jahre verkniffen, mir neue Vorsätze zu machen. Dieses Jahr also keine Vorsätze bei den Münsteranern? Naja, ich mache mir die neuen Vorsätze eigentlich nie zum neuen Jahr, sondern immer eher so zwischendurch mal. Manche halte ich ein, manche halte ich nicht ein. Kommt immer drauf an. Ja, ich will vom Alkohol und von den Drogen wegkommen. Aber das mache ich schon seit Jahren. Ja, auch. Auf jeden Fall so Sachen mit dem Rauchen aufhören, das habe ich nicht durchgezogen. Ach, ich breche die jeden Tag. Ich habe die noch gar nicht angefangen. Weil ich habe die Vorsätze noch gar nicht umgesetzt. Das ist ja mein Problem. Ja, so die Standard, ne? Gesünder leben, mehr Sport treiben, ja. Besser essen. Die Münsteraner scheinen für dieses Jahr mit den Vorsätzen abgeschlossen zu haben. Doch seien wir mal ehrlich, wie viel haben sie sich schon vorgenommen und dann doch schneller verworfen, als ihnen lieb war? Same procedure as last year, same procedure as every year.